So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Stream in der St. Gallen Karriere. Wir hatten gestern die Auslosung für die Europa League mit Marseille, Valencia und Atalanta die wahrscheinlich schwerstmögliche Gruppe bekommen. Gut, man hätte Chelsea noch reinschmeißen können oder Napoli. Aber das ist schon. Von der Zusammenstellung her sind wir der ganz klare Underdog in der Gruppe. Haben auch direkt das erste Spiel gegen Marseille mit 4-1 verloren. Haben dann aber zu Hause 1-0 gegen Valencia gewonnen, was ich so nicht erwartet habe. Ja, und dann hatten wir noch in der Liga ein paar Spiele, wo wir relativ gut durchgekommen sind. Also gegen Slavia haben wir gestern angefangen in den Playoffs von der Champions League. Ja, haben gestern zwei Spiele in der Liga verloren und drei gewonnen. Haben im Pokal die nächste Runde erreicht. Da geht es dann gegen Kriens weiter. Ist dann Zweitligist in der nächsten Runde. Müssen wir einfach mal gucken, wie wir so durch die Gruppenphase in der Euroleague durchkommen. Also jetzt Oktober, November werden schwere Monate. Auch mit relativ engem Zeitplan. Haben ein paar englische Wochen drin. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir so durchkommen. An sich haben wir jetzt im Moment nur einen Verletzten mit Gilmeno, der nicht als Stammspieler eingeplant ist. Da sind wir bis jetzt schon gut verschont geblieben. Vom Verletzungspech. Gucken wir erstmal, wie wir da durchkommen. Zehn Spieler wurden noch berufen. U21, U19. Wir haben einen Nationalspieler in der Schweiz. Das ist schon mal gut. Da brauchen wir aber mehr. Vielleicht können wir da langfristig ein bisschen was aufbauen. Dass wir versuchen, dass wir zumindest unsere Jugend versuchen, in der Nationalmannschaft zu bringen. Und dass wir wirklich gute Youth Intakes haben. Und dann müssen wir gucken, wie es da weitergeht. Also vielleicht ab und zu auch mal einen Schweizer holen. Ein Nationalspieler. Und es wäre schon gut, wenn wir den. Ich würde mir wünschen, dass wir langfristig den Kern der Nationalmannschaft bilden. Dann hätten wir halt was, wo wir wirklich sagen können, so, hey, wir sind die Nummer 1 in der Schweiz. Wenn du Nationalspieler in der Schweiz werden willst, komm zu uns. So in etwa. Görtler, Kantella und Podolski sind die Führungsspieler. Okay, das ist bei den sehr einflussreichen. Okay, sehr gut. Leute, die Jungs müssen echt besser trainieren. Gut, Fran Gomez ist jetzt neu dabei, ist gerade von der Verletzung zurückgekommen. Von der kurzen. Also Dua, Campos, Williams ist auch gerade von der Verletzung zurückgekommen. Podolski. Die muss man einfach mal kritisieren für so eine Le Trainingsleistung. Das ist nicht akzeptabel. Gerade ein Podolski als Führungsspieler. Der muss gut trainieren und den anderen zeigen, dass man gut trainieren soll. Er hat eine Vorbildfunktion, dann kann er sich nicht so hängen lassen. Campbell. Ja, der ist immer noch niedrig. Die denken, der wäre ein Spieler der Extraklasse in der Liga. Ja. Das hat bis jetzt gut gespielt, wenn er auf dem Platz war.
mal gucken, dass wir dem Jungen mehr Spielpraxis geben. Aber er ist halt nicht EU-Spieler. Das macht das Ganze halt wieder schwierig. Cantillo kommt rein für Stillhardt. Muheim ist im Moment vor Rochas. Matchup Podolski, Sahel und Matcher, das sind so die Schwachpunkte. Also das sind halt die drei Zehner. Ich werde nach dem Spiel gegen die Grasshoppers mal gucken, ob wir mit einer Taktik eben bauen mit Viererkette und zwei Stürmern. Dass wir ein bisschen variabler sind. Und dann mal gucken, in ein, zwei Spielen ausprobieren, wie das so funktioniert. Ist vielleicht eher was. Also Metscher kann auch im zentralen Mittelfeld spielen. Podolski wäre dann im Sturm mit eingeplant. Esael kann im Mittelfeld spielen. Gucken wir mal. Aber erst das Spiel gegen die Grasshoppers. Zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. Samstag treffen sie auf die Mannschaft von den Grasshoppers Zürich, die momentan sehr viel Lob für ihr schnelles Umschaltspiel bekommen. Was denken sie über den Fußball, den João Carlos Pereira spielen lässt? Schneller Umschaltfußball, das mag ich. Hört sich an, als würden sie nicht an eine erfolgreiche Gegenwehr am Samstag glauben. Kann man sagen, dass die Pereiras Mannschaft ihnen gegenüber im Vorteil sehen? Ich denke, das ist ein. Das ist nicht wahr. Meine Mannschaft ist zwar gut, aber wir sind besser. Befürworten Sie seine Entscheidung, Georgiev auf die Transferliste zu setzen? Was ich sehe, wäre bei uns auch auf Transferliste, aber keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Legen wir mal los. Nuno fängt direkt schon mal den Ball ab. Ballbesitztechnisch sieht das noch nicht so gut für uns aus. Okay, wir fangen uns gerade. Hatten jetzt auch die erste Chance. Müssen wir aber mehr fordern. Muheim mit dem Einwurf auf Matcher. Muheim. Ruiz bringt ihn noch rein. Hotzic, Ruiz, Matcher. Bleibt an Rasmussen hängen. Bleibt nochmal an Rasmussen hängen. Zwei Abschlüsse, zweimal Rasmussen. So, Kakabatze mit dem Einwurf. Ah, Diani ist da. Köpft ihn weg. Aber nur zu Quintilla. Anja liegt. Hotzic war im Abseits. Hotzic war im Abseits. Als Panja den Pass gespielt hat schon. Sogar relativ deutlich. Da könnte man sagen, Dams war dazwischen, hat einen Pass auf Leniani gespielt und Hotzic hat sich den Ball dann erobert, aber. Ja. Es war halt kein passives Abseits. Vaturina, Diani, Santos, Nardini, Santos, ne, Kakabatze. Einwurf. Es ist noch nicht so viel, was wir von unserer Mannschaft sehen. Das muss besser werden in Halbzeit 2. Matcher kommt nicht in den Zweikampf. Vaturina, Bonatini, Diani. Rück auf Dams. Aber der lange Ball erreicht niemanden. Asli. Anja. Batze. Und dann Lignani vorbei. Spielt über den Pass zu Panja. Und Hotzic per Kopf knapp drüber. Aber das ist absolut nicht gut, was wir da im Moment machen.
Mu. Wesley. Quintilla. Bringt mal einen Ball weit, einfach lang nach vorne. Uheim. Ruiz. Görtler. Bringt den Ball rein. Kommt nicht durch bis zu Hodzic. Und das war immerhin mal wieder. Wir waren mal wieder im gegnerischen 16er. Noch nur kurz. Kakabatze, Matcher. Kakabatze bringt den Ball rein, Hodzic drüber. Da hätten wir schon mal eine Bude machen können. Die haut den einfach mal nach vorne. Georgiev. Sowina. Georgiev. Rasmussen. Dams. Rasmussen. Dams. Rasmussen. Da musste mal einer dazwischen. Quintilla. Ruiz köpft den rein. Ah. War nix. Matcher. Kann ja. Juan Lignani vorbei. Ricardo hält. Ricardo, er. Vero. Na los, Leute. Kanya ist müde. Matcher ist müde. Ruiz ist nicht im Spiel. Hodzic auch nicht. Quintilla macht auch kein gutes Spiel. Ich nehme Hodzic runter für Babic. Machen es so. Dreimal Wechsel in der 70. Und jetzt müssen die Jungs das regeln. Das ist so ein langweiliges Spiel gerade. Lenjani. Eine Ecke für die Grasshoppers. Die Fisch stehen aus der Luft. Bräuchi geht vorbei an Schmied. Bräuchi ist durch. So, 1-0. Alessandro Bräuchi. Ja, einfach mal ausgekontert. Einmal am Ball lang nach vorne. Und dann ist Bräuchi schon durch. Haben sie dann schon gut gemacht? Kann man das schon fast nicht mehr sagen. War eine schlechte Konterabsicherung. Bräuchi. Aus dem Winkel muss ich gar nicht erst versuchen. Kakabatz fängt den Ball ab. Fünf Minuten Nachspielzeit. 5 Minuten haben die Grasshoppers noch. Babic, raus auf Ruiz. Bringt den Ball rein. Rausgeköpft. Auf Bonatini. Georgiev. Bonatini ist durch. Nuhu blockt ab zur Ecke. Da wäre Ziggy geschlagen gewesen. Einwurf. War durch Lignani. Miet. Ziggy. Und jetzt? Mal wie eben, wollte ich gerade sagen. Ball weit nach vorne, dann Kräuchi. Kakabatze. Schöne Zeit. Lignani. Martini. Raus auf das Silva. Kakabatze erobert den Ball. Und über Ziggy. Vasily. Raus auf Ruiz. Müsste jetzt jeden Moment den Schlusspfiff geben. Ruiz? Ja, da ist der Schlusspfiff. 1-0 gewonnen in einem insgesamt enttäuschenden Spiel. Das war nicht gut genug. Haben wir den Jungs gesagt, gegen stärkere Gegner müssen wir uns besser spielen. Gegen Grasshoppers reicht es halt gerade so. Ihr 90. macht Iwe noch den Siegtreffer. Das ist auch bitter. So, ein Einsatz noch in der Liga und Podolskis Vertrag wird verlängert. Den wird er kriegen.
Anton Krivotschuk. Innenverteidiger. Wir scouten ihn mal. Heute spielten sie abermals zu Null und Lawrence Tigi hat nun seit 283 Minuten kein Gegentor mehr hinnehmen müssen. Wie groß ist der Anteil ihres Torwarts in diesem Erfolg? Jeder in der Verteidigung hat seinen Anteil daran. Ein großer Anteil der Tore des FC St. Gallen fällt zum Ende einer Halbzeit. Bei der letzten Saison war es noch am Anfang. Können Sie erklären, wieso Ihre Mannschaft in diesen Zeiträumen besonders erfolgreich ist? Ich denke, das lag vor allem an der mentalen Einstellung der Spieler. Sie waren konzentriert, ruhig und haben ihre Chance genutzt, als sie sich ergaben. Fans freuen sich, dass junge Spieler hier ausreichend Chancen erhalten. Dürfen Sie davon ausgehen, dass das so weitergeht? Ja, da habe ich eine Zusage für gemacht. Wir entwickeln junge Spieler. Das passiert eigentlich immer so. Wie war Ihre Reaktion auf die Kritik an St. Gallens extrem harter Gangart und dem unnötig aggressiven Auftreten? Halt vor mir ab, ich bin davon nicht verwirrt und für wichtiger die Spieler auch nicht. Welche Reaktion erwarten Sie auch für unerschütterliches Festhalten an dieser Strategie? Viele Wege führen nach oben, wäre doch langweilig, wenn alle gleich spielen. So, Medon Berisha, talentierter offensiver Mittelfeldspieler. Ach, das war der mit dem Abschluss. Den guten. So. Wir basteln uns jetzt mal eine 4-4-2-Taktik. Ist halt schon ziemlich basic. Wir haben für einen linken Flügel tendenziell bessere Spieler als für einen rechten. Das sehe ich doch richtig. Williams kann auf beiden Seiten. Dann haben wir noch Panya, der kann offensiv alles. Kroichi ist eher ein linker Flügel. Ruiz ist ein linker Flügel. Wir könnten auch was Asynchrones probieren. Also, so zum Beispiel. Wir probieren es einfach mal. Schaden kann es ja nicht. Mal mit einem zurückgezogenen Spiel mache. Wir wollen einen Mesala, der halt auf die rechte Seite so ein bisschen ausweicht. Einen Box-to-Box, damit wir einen haben, der vorne und hinten ist. Auf der rechten Seite. Wir spielen beide Seiten mit Flügelverteidigern. Ballspielende Verteidiger. Ein mitspielender Torwart. Auch verteidigen, um seine Stärken besser auszuspielen. Dann. Nehmen wir links einen inversen Flügel. Also wir nehmen den inversen Flügel, wir nehmen Stoßstürmer, der geht ein bisschen weiter nach hinten mit. Spielen wir noch mit einem pressenden Stürmer. Was pressender Stürmer. Hängende Spitze wird halt das Passen wieder wichtig. Pressenden Stürmer nicht so. Das ist eher das Mental und das Kambabic. Wir nehmen den pressenden Stürmer bei Gelegenheit. Wenn nötig, nehmen wir die hängende Spitze. So, das ist eine eher kontrollierte Taktik. Ist nicht so super offensiv. Ja. Wir sagen jetzt nicht, dass wir über die linke Seite spielen sollen, sondern halt auch über rechts, damit der Mesala aushelfen kann. Kürzeres Passspiel, Tempo passt. Wir spielen geduldig mit flachen Flanken.
Umschaltspiel, wir nehmen das Gegenpressing mit. Den Gegner im Ballbesitz. Wir spielen mit höherer Defensivlinie und viel höherer Pressinglinie, damit wir die halt möglichst früh attackieren. Abseitsfalle, wir drängen sie nach außen. Decken, Pressingintensität hoch. Das mehr in die Zweikämpfe gehen, lassen wir jetzt mal raus. Und jetzt stellen wir die Jungs mal so auf, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Das wäre so in etwa jetzt die Stammelf, die spielt. Besetzen wir die Bank noch entsprechend. Campbell fürs Defensive, Pagnar für den Flügel, fürs zentrale Mittelfeld. Nehmen wir Stillhart mit. Basil Stillhart. Stillhart ist der fürs defensive Mittelfeld und Campbell fürs zentrale als Backup. Könnte funktionieren. Das könnte echt gut funktionieren. Firmino und Podolski nehmen wir als Ersatzspieler für die Stürmer. Für Flügel haben wir genug Optionen. Also Anja Ruiz. Anja könnte halt auch im zentralen Mittelfeld als Mesala spielen. Da hat der die Werte für. Spielmacher wäre schon noch fast noch besser. Wir haben schon genug Optionen, dass wir das durchziehen könnten. Sie wird langsam wieder fit. Dann hätte man halt auch die Möglichkeit, Vasily noch nach vorne zu ziehen. Also wir haben da schon eine gute Möglichkeit zum Rotieren. Und dadurch, dass wir vielseitige Spieler haben, haben wir da nochmal einen Pluspunkt. So. Dann können die Jungs, die da sind, können das über die Länderspielpause schon mal trainieren. Chicolamba, es war groß und kräftig mit guter Sprunghöhe und Kopfballtechnik, aber im Spielaufbau überzeugt er mich nicht. Antizipation fehlt ihm. Nee. Chicolamba holen wir nicht. Also macht Angebot für Damian Bischoff. Den will ich nicht abgeben. Ja, ist temperamentvoll. Was eine echt miese Persönlichkeit ist. Im FM. Aber. Ja, Zielstrebigkeit ist okay. Ich würde gerne wissen, gucken, wie der sich noch weiterentwickelt. Matusz Perro. Das ist teuer. Damian Böhler. Nein. Das war ein anderer. Egal, trotzdem nein. So. Sind ja gerade in der Länderspielpause da. Passiert hier normalerweise eh nichts Spannendes. Außer, dass wir einfach immer mehr Spieler scouten. Ja, ich habe vor, also ich habe auch noch einen YouTube-Channel, bei dem ich noch nicht so ganz weiß, was soll ich jetzt damit machen. Da hatte ich jetzt eine Aarhus-Karriere angefangen.
Aber eigentlich will ich da nicht im Prinzip das gleiche machen wie im Stream. Also, den Link findet ihr unten in den Panels. Ich habe mir jetzt überlegt, da könnte man ja so einmal die Woche ein Experiment bringen. Also so, was wäre, wenn irgendeiner kommt nach Wales und jeder Club hat auf einmal perfekte Infrastruktur. So, wie entwickelt sich die Liga dann? Dass man solche Sachen dann da macht. Oder einfach mal so, ein Verein kriegt jetzt mal eine Milliarde. Was machen sie damit? Oh. Fällt mir gerade auf. Da könnte man dann halt so ein bisschen rumexperimentieren. Oder in einer dritten italienischen Liga spielt ja ein Verein aus San Marino. Oder einer vierten Liga in Italien. Dass man denen mal perfekte Infrastruktur und auch sehr viel Geld gibt und dann einfach mal gucken, wie die sich so entwickeln, wie sich der Fußball, die Nationalmannschaft von San Marino dadurch entwickelt. Da könnte man dann halt solche Dinge bringen. Dann hätten wir da halt nicht das gleiche wie wie jetzt im Stream, sondern ein bisschen was anderes. Und dann könnte man halt gucken, wie es läuft. Wenn ich die Zeit dafür habe, neben Stream und dann solchen Experimenten, kann man natürlich immer noch über eine normale Karriere da reden. Aber das wäre dann, ich will halt eigentlich nicht drei Saves haben. Also ich habe jetzt einen Stream-Save, ich habe einen Save, den ich privat spiele. Deswegen will ich eigentlich nicht nochmal einen Save, den ich auf YouTube spiele, weil, naja, wird halt zu repetitiv. Deswegen würde ich da schon gerne was anderes machen. Da werde ich jetzt heute Abend oder morgen Abend mal das erste Experiment simulieren. Mal gucken, wie weit wir damit dann gehen können. Ja, muss man mal sehen. Dann wird es dann, denke ich, im Laufe der Woche das erste Video zu geben. Und das wird sich dann ja, das wird mit dem San Marino-Verein in Italien sein. Das wird dann, denke ich, Mittwoch, Donnerstag so um den Dreh kommen. Damit wir da auch zeitlich einen Fortschritt haben. Und das halt nicht nur auf 5 oder 10 Jahre ist, sondern halt so auf 30, 40. Dass man halt langfristig was sieht in Entwicklung, wenn es eine gibt. Zweifel muss man da dann halt zwischendurch auch immer mal wieder ein bisschen. Wir werden da nicht zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Geld reinpumpen. Wir kriegen am Anfang 1 Milliarde, perfekte Infrastruktur. Und dann gucken wir, wo es hingeht. Ob die sich nach oben arbeiten können. Wenn ja, wie viel von San Marino wird dann wirklich noch da drin stecken? Können die sich oben etablieren? Vielleicht sogar zu einem Top-Club werden. Hätte doch was. Finals aus San Marino, der Champions League spielt, standardmäßig. So, Spiel gegen Basel. Wollen wir gegen Basel direkt mal die neue Taktik ausprobieren? Man, mehr als schief gehen kann es ja eigentlich nicht. Maurice de Campbell jetzt mal im Mittelfeld im Backup machen, im Defensiven. Wir nehmen Maurice mal zum zentralen Mittelfeld als Backup dabei. Das heißt, für außen nehmen wir Fran Gomez mit, weil Panja müde ist. Wir nehmen Issa Hel mit statt Gomez.
Du hast Geld Stürmer-Backup. Wie sieht es bei Gilmeno aus? Noch nicht wieder bei 100%. Nehmen wir Gilmeno mit. Dann gucken wir mal, wie es so läuft. Im Zweifel kann man ja immer noch umstellen. Nur die erste Halbzeit wird jetzt. Oh, da sind noch müde Spieler. Die habe ich übersehen. Cahill rückt noch auf die Bank. Gotzi, du musst jetzt gut trainieren, damit du dich da reinarbeiten kannst. So, jetzt. Rojas darf mal wieder an der Startelf stehen. Also wir gucken jetzt die erste Halbzeit, wie das so läuft. Und wenn es nicht gut läuft, kann man immer noch umstellen. Sie haben in Ihrer Karriere eine fantastische Bilanz gegen Murat Yakin. Was denken Sie, warum ist das so? Weiß ich nicht. Ein guter Trainer, vielleicht eine Frage vom Glück. Denken Sie, dass es wegen der Bilanz einen psychologischen Vorteil gibt? Sind Sie überzeugt, dass es so weitergeht? Ja, also sorgt definitiv für Selbstvertrauen bei uns. Kann die Gegner verunsichern, ist auf jeden Fall ein Vorteil. St. Gallen blieb gegen Basel 6 Spiele in Serie ungeschlagen. Einen wie großen Vorteil verschafft das ihrer Mannschaft für heute? Wichtig, dass man das für uns nutzen. Selbstvertrauen daraus ziehen. Die haben Sally Özcan. Kommt. Wir haben Anus. Den kenne ich nicht. Mirza Maolida. Natürlich neben Sally Özcan eine super Verstärkung. Stergio. Lüchinger. Stergio. Lüchinger. Billhardt. Lüchinger. Der Platz auf rechts. Bringt den Ball rein. Ah, Cardoso. Konter. Mysian. Boah. Das war nicht gut. Ja, Mysian war da komplett frei. Stergiou kann halt auch nicht zu quer laufen, weil dann ist Mysian komplett weg. Also, der war halt direkt frei durch. Wir hatten zwar 3 Spieler hinten, aber der war halt da, wo keiner war. Gucken, wie es weitergeht. Konter für uns über Williams. Bringt den Ball rein, Stillhart, Hotzic, Ausgleich. Das war der schnelle Ausgleich. Also Williams geht und kümmert vorbei. Stillhart, ja, lässt abprallen auf Hotzic. Vielleicht hätte man auch auf Abseits entscheiden können wegen Babic, der da ein Torwart blockiert hat. Oh, Metscher erobert den Ball. Babic, Metscher. Ach, vorne ein Lauf von Hotzic. Bleibt an Kömert hängen. Und bleibt an Bernardo hängen. Und was er da den Ball zurückgeholt hat, hat das direkt aus der Drehung versuchen müssen. Der Torwart war halt noch nicht im Tor. Da hätte man mehr draus machen können. Lindner. Kömert. Salva. Özcan. Hi. Ein Lauf von Mysian. Die gewährt den ab. Palacios mit dem Kopfball wieder auf Ziege. Lüchinger mit dem Einwurf auf Babic. Lüchinger. Billhardt. Lüchinger. Auf Floranus. Das war nicht gut gespielt. Jetzt schießen die sich gegenseitig ab bei Basel. Billhardt, Kömert, Bernardo, Özcan, Floranus. Özcan. Maulida ist durch. Maulida ist so ein bisschen Problem. Er kann sich gut lösen. Den nehmen wir mal Manndeckung, pressen immer. Tackle eine Rad. Er kann sich sehr gut lösen. Palacios bringt die Ecke rein. Billhardt klärt zur nächsten Ecke. Wieder Palacios.
Diesmal probiert das auf den langen Pfosten, da ist aber nur Stergio. Kömert. Drei. Kömert. Rein, Özcan. Palacios. Kommt nicht an Lüchinger vorbei. Cardoso. Vorbei. Nuhu. Auf Rojas. Mit dem schwachen Pass auf Görtler. Stergio. Lüchinger. Stergio. Über auf Williams. Williams ist Abansalva vorbei, aber der Abschluss war da nicht gut genug. Stillhardt erobert den Ball. Rojas. Görtler. Rojas. Görtler. Rück auf Stillhardt. Metscher. Löchinger. Probiert. Lindner hält. Einwurf. Rojas. Williams. Rojas. Nimmt den Ball rein. Nur zu Bernardo. Brall. Ah, jetzt ist Palacios durch. Misian hat Stergio rausgezogen. Jetzt hatte Mysian mal nicht die Chance durchzukommen, dafür war halt Palacios dann frei. Ja, weil Maoli das Stergio rausgezogen hat, da war dann keiner mehr bei Palacios. Das ist so ein Problem, das wir haben. Haben wir jetzt eigentlich mehr Spieler, die defensiv mitarbeiten als vorher? Aber uns fehlen halt trotzdem noch die Spieler in der Defensive, weil wir zu offensiv sind. Das ist halt trotzdem. Wir haben 1, 2, 3, 4 Schüsse, mit denen die Expected Goals generiert haben. Ich weiß nicht. Ah, da ist der fünfte. Wir sind die deutlich stärkere Mannschaft. Ich erwarte da eine enorme Leistungssteigerung. Stillhardt, Stergio. Lüchinger, Metscher. Oh, wird umgegrätscht. Hat sich dabei wohl verletzt. Also, Metscher, der tatsächlich mal ein gutes Spiel macht. Wir nehmen jetzt aber runter für SHL. Williams ist so ein bisschen verloren auf dem linken Flügel. Lüchinger. Schafft nicht den Ball gegen Florano zu holen. Görtler fängt den Ball ab. Stillhardt. Babic weiter auf Hotzic. Hotzic ist durch. 2-2. Ausgleich. Weiter so. Ich sag mal, wir sollen mehr über die linke Seite spielen. Vielleicht kriegen wir Williams dadurch besser ins Spiel. Ja, Stiller mit dem langen Ball auf Babic stellt und auf Hotzic weiterleitet. Kümmert und Salva. Sind sich da wohl nicht so ganz einig, wer sich jetzt drum kümmern soll. Gut gemacht. So, Lindner, Hömert, Cardoso, Loranus. Ist schon. Hi, Nado, Loranus. Isian, Maulida, Göttler. Nuhu, Williams. Hotzic müsste weiter ins Zentrum. Babic, außer das Tanz per Kopf. Babic, Lüchinger. Babic, Seil, Lüchinger. L, Görtler. Abgeblockt. Drei. Auf den Ball raus. Cabral auf dem Flügel. Nuhu kommt dazu, Lüchinger köpft den raus, aber Basel ist immer noch am Ball. Drei. Cabral. Drei. Palacios, Bernardo, Özcan. Basel wieder am Ball. Bernardo. Floranus. Aber diesmal Lüchinger. Der Ball trifft die Eckfahne. Okay.
An sich bin ich damit zufrieden, eigentlich schon recht glücklich, wie das damit läuft, dafür, dass das unser erster, genau, unser erster Spiel, unser erstes Spiel mit der Taktik ist. Aber ja, das braucht noch ein bisschen Feinarbeit. Die Defensive muss ein bisschen besser arbeiten. Stillhart. Rojas. Wirtz. Lindner wird ab. Ecke. Und das ist halt, vielleicht könnte man den zurückgezogenen Spielmacher, der jetzt im defensiven Mittelfeld spielt, den könnte man auch verteidigen stellen. Dann bleibt er eher hinten. Dann hätten wir da nochmal eine Möglichkeit. Eine zusätzliche Option, die immer hinten ist. Bei 2 am Ende. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Schwamm drüber war nicht euer Tag heute. Aber von Abwehr bin ich enttäuscht. Also offensiv, Babic und Hodžić, das Zusammenspiel zwischen den beiden hat schon gut funktioniert. In der schlechtesten Abwehrreihen des Wettbewerbs ist, da wird Basel wohl mit gemeint sein. Oh, die haben mal zwischendurch 1-0 gegen Lausanne gewonnen. Ein Spiel ohne Gegentor. Ja, Hodžić, der bis jetzt einfach grandios ist bei uns. Nächstes ist Atalanta. Atalanta kommt als nächstes zu uns. Was machen der zurückgezogene Spielmacher wird auf Verteidigen umgestellt. Und wir fokussieren die linke Seite im Offensivspiel. Weil wir haben halt den Box-to-Box, der geht da mit Görtler, der geht auch schon mal auf außen mit aushelfen. Da haben wir halt einfach zusätzliche Optionen. Da haben wir das Übergewicht. Mit Rojas, der nach vorne geht, beziehungsweise Muheim. Atalanta ist ein gefährlicher Gegner, der uns das Leben sehr schwer machen wird. Ja, ich auch so. Wenn wir alle Heimspiele gewinnen, haben wir durch Lauren Shanklin. Ein guter Stürmer. Wenn wir alle Heimspiele gewinnen, haben wir eine gute Chance weiterzukommen. Deswegen ist das jetzt ein wichtiges Spiel. Keine Gesten in PKs. Manche behaupten, dass ihrem Team eine große Überraschung gegen Atalanta gelingen könnte. Glauben Sie, dass Sie in diesem Spiel eine Chance haben? Ich bin immer bereit, uns eine Chance zu geben. Wir können gewinnen, aber wir müssen perfekt spielen und auf ein wenig Glück hoffen. Wir erreichen die Halbzeit der Gruppenphase. Sehen Sie das als Chance, Ihr Team so gut wie möglich zu platzieren? Ich möchte einfach das Beste aus uns herausholen und dann sehen, wo uns das hinführt. Wie sind Ihre Gedanken, in der Euroleague gegen Atalanta zu spielen, einem solch großen und angesehenen Verein? Zufrieden. Kaum jemand. Nee. Ich freue mich auf das Duell gegen eine solch bekannte Mannschaft und darauf, mich selbst gegen einen Trainer wie Giampiero Gasperini zu beweisen. Tiller stand aufgrund einer Verletzung jüngst nicht zur Verfügung, aber es halten sich die Gerüchte, dass er sein Comeback gegen Atalanta feiern kann. Besteht diese Möglichkeit? Wir werden bis kurz vorm Spiel dran arbeiten und dann sehen, ob es passt und reicht. Jakovic hat bis jetzt sehr gut gespielt bei Alaie. Ja. Ja. Hier sehen Sie auf lange Sicht seine Entwicklungen. Wir sind glücklich, dass er Schritt für Schritt vorankommt. Aber er muss da bleiben, weil Kontinuität ist wichtig. Der soll das auf die ganze Saison bei denen beweisen. Dann kann er es in der nächsten Saison eine Ligastufe höher probieren. Dann sehen wir so ein bisschen, was für ein Leistungsvermögen er wirklich hat. Die ganzen Spieler, die wir scouten, sind im Moment auch hauptsächlich wegen links
ablösefrei. Das sind so gut wie alles Spieler, deren Verträge zum Ende der Saison auslaufen. Da müssen wir im Januar gucken, wen können wir da holen. Wer hilft uns weiter? Wer bringt uns aufs nächste Level? So. Spiel gegen Atalanta. Quintilla maximal 75 Minuten. Das reicht mir. Nehmen wir Stillhardt als sein Backup mit. Kempel als Backup im Mittelfeld. Udinese ist an Babic interessiert. Ja, wenn sie eine haben wollen. Wenn sie ein Angebot machen. An Gilmenor sind sie auch interessiert. Was sagt der Transferstatus? Keine Ablösesumme. Okay, starkes Interesse. Geringes Interesse. Warum haben wir... So, weil wir Babic zwischendurch auch angeboten hatten. So. Mal gucken, wenn für einen von den Jungs ein gutes Angebot kommt, dann können die gehen. So, wir werden Muheim wieder auf, als Linksverteidiger auflaufen lassen. Fasli, der ist fit genug, dann kann er wieder spielen statt Nuhu. Ergi und Fasli in der Innenverteidigung, das ist. Die sind beide relativ zügig, ne? Gut, Fasli nicht so sehr, aber wird schon passen. Wird reichen. So. Ja. Wir haben hier nichts zu verlieren, wir wissen um unsere Stärken, jetzt zeigt allen, was in uns steckt. Ach Leute, warum reagiert ihr da nicht drauf? Beide Teams sind in guter Form, wie bewerten sie ihre Chancen? Wir müssen unseren besten Fußball auf den Platz bringen, wenn wir gewinnen wollen. Sie haben eine hohe Qualität und werden uns vor das ein oder andere Problem stellen. Nico Williams ist ja nicht richtig fit, wie lange kann er heute durchhalten? Einsatzbereit, wenn er Probleme kriegt, werden wir reagieren. So. Also es passiert gar nichts. Wie sagt man mittlerweile so schön? Wir neutralisieren uns. Erste Szene. Hartebeur mit dem Einwurf auf Iličić. Kehr, Hartebeur, Kehr. Euler. Gosens. Cristante. Gosens. Oh, Iličić ist durch. 1-0. Erster Schuss in dem Spiel. Erster Abschluss in dem Spiel und direkt das 1-0. Ja, Iličić hat sich da gut gelöst. Warum Stergio da so extrem hoch hüpft, weiß ich nicht. Der müsste nur zur Seite. Ja, Zigi, nicht Stergio. Ey. Nee. Ja, Muheim hat's ja aufgehoben. Ja. So. Kehr, Cristante, Kehr. Cristante. Hartebeur. Sli blockt ab. Iličić. Hartebeur am Ende daneben. Abstoß. Gosens. Auf Cristante. Euler. Cristante. Iličić. Sergio. Haut den Ball nach vorne. Golini. Hartebeur köpft zu Cristante. Kehr. Muriel kriegt den Ball nicht. Ah, Malinowski aber. Was Lee ist dazwischen? Williams. Bleibt dann Görtler hängen. Und wird dann von Cristante abgeschossen. Babic legt auf Horzic Pfosten. Da hat nicht viel gefehlt. Williams, Muheim. Auf Horzic. Horzic kommt an Hartebeur vorbei. Matcher probiert. Golini wehrt an eine Latte ab.
Kabatze kommt an Heuler nicht vorbei und Metscher mit dem schwachen Abschluss am Ende. Kakabatze. Babic. Bleibt am Palomino hängen, aber Kakabatze wieder am Ball. Metscher. Kakabatze. Metscher hat Platz. Bringt den Ball rein auf Williams. Ausgleich. Und ich glaube, das ist für den Zeitpunkt auch hoch verdient. Gerade die letzten 5 Minuten im Spiel haben ja eigentlich nur wir offensiv was gemacht. Williams doch überhaupt nicht im Abseits. Na gut. Oh, Ecke für Atalanta durch Malinowski. Glück gehabt. Kakabatze. Und Williams erobert den Ball, wenn es eine Ecke gibt. Malinowski bringt den Ball rein, genau auf Zigi. Ich weiß, dass wir die Underdogs sind, aber geht raus und liefert eine Leistung ab, die die Fans anstachelt. Macht nicht schlecht, aber wir können noch besser spielen. Cantilla, ja. Das ist halt eine zusätzliche defensive Absicherung. Aber ich glaube, das hilft schon, gerade gegen eher größere Vereine. Malinowski. Rein auf Gosens. Und Gosens per Kopf. 2-1. Der frühe Rückstand in der zweiten Halbzeit. Aber und Quintilla war bei ihm. Halt, der gewinnt halt das Kopfballduell und Ziggy ist dann leider Gottes zu klein. So, Ecke für uns, Kakabatze. Jetzt nochmal. Nochmal. Und das Tor zählt jetzt nicht wegen Abseits? Ja, Kakabatze. Der könnte im Abseits gewesen sein. Ja. Ja, Standard rausholen könnten wir versuchen. Muheim. Rotzitsch. Muheim. Rotzitsch. Görtler. Muheim. Quintilla. Das war nicht gut. Kakabatze. Matcher. War zu lang für Babic. Aber die Idee war nicht schlecht. Muriel. Gosens. Muriel. Euler. Cristante. Malinowski. Hartebeur. Oheim ist schon mal einmal dazwischen. Tante. Muriel per Kopf auf Ziege. Na los, Jungs. Also Babic und Rotzic sind nicht wirklich im Spiel drin. Die hängen so ein bisschen in der Luft. Malinowski geht da viel zu einfach an Görtler und Quintilla vorbei und versagt dann beim Abschluss. Kabatze. Und Babic. Genau auf Golini. Ich will die defensive Absicherung nicht verlieren. Also ein bisschen offensiver sollten wir noch. Deswegen stellen wir den erstmal auf Attack. Und wir bringen Stillhart und Ruiz für Quintilla und Williams. Quintilla ist nicht so gut und spielt nicht so gut. Williams ist müde. Wir nehmen auch Rotzitsch noch runter für Gilmour. Immer dreimal gewechselt. Wir stellen noch um auf Offensiv. Warteboah, Cristante. Euler. Muriel. Mähle. Muriel, Stergios dazwischen. Mähle. Tante. Mähle.
Er kann da einfach durchmarschieren und Sergio schießt da Muriel ab. In der Situation würde ich eher wäre es besser zur Ecke zu klären. Ach, Kakabatze war's. Egal, klärt zur Ecke, dann passiert sowas nicht. Das könnte man gut als Eigentor verbuchen. So ist es halt das Tor durch Muriel. Also los, Jungs. Kommt zumindest wieder auf ein Tor ran. Muriel im Abseits. Der Iličić war's. Sli, Stillhart, Muheim, Sli, Stillhart, Sli, Gigi, Kakabatze, Ende. Wir waren die bessere Mannschaft. Wir waren die bessere Mannschaft. Mit den besseren Chancen vor allem. Und wir verlieren am Ende 3-1. Der Leistung bin ich unzufrieden. Die Fans waren eindeutig der Meinung, dass Boris Babic eine Auswechslung verdient gehabt hätte. Warum haben sie ihn trotz seiner unterdurchschnittlichen Leistung auf dem Platz gelassen? Weil Horzic zum Wechselzeitpunkt noch schlechter war. Blutjunger FC St. Gallen kommt unter die Räder. Gut. Alleine Weltklasse-Stürmer Josip Iličić. Er könnte bei uns in der Verteidigung spielen. Und er wäre Stammspieler. Das ist eine überragende Technik. So sehr es sich schmerzen wird, aber Robin Gosens hat ein starkes Spiel gezeigt. Finden Sie nicht? Ja, hat gut gespielt. Manchmal kommt das vor. Immer mehr Fans sind von ihrer angriffsorientierten Spielweise begeistert. Dürfen wir in Zukunft mehr davon erwarten? Nach einer Niederlage kommt so eine Frage. Ich habe die Zusage gemacht, ansehnlichen Fußball zu spielen. Das heißt, wir agieren so oft wie möglich offensiv. Das war alles an Fragen. Sie sollte im Ghana-Kader bleiben. Ah. Muss jetzt nicht. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn er mal ein bisschen Pause kriegen würde. Ja. Ergebnis ist äußerst enttäuschend für uns. Wir waren eine bessere Mannschaft, aber es lief mal so gar nicht zu unseren Gunsten. Genau das. So. Kommen wir jetzt zum Spiel gegen Zürich. Quoten sprechen klar für uns. Was erwarten Sie von Ihrem anstehenden Duell mit dem FC Zürich? Wir haben uns gut vorbereitet und ich denke, dass wir uns hier durchaus etwas ausrechnen können. Zürich hat einen Negativlauf von bis dato 7 Spielen ohne Sieg. 9. Tabellenplatz ist die Folge. Viel Arbeit also für die Mannschaft. Hoffen Sie am Samstag, die Situation für Zürich noch prekärer zu gestalten. Wir waren im Training sehr gut drauf und ich denke, die Jungs strahlen Zuversicht aus. Werden Spieler wie Jadik und Tiller vor solchem anstehenden engen Spielplan geschont? Jadik ist natürlich ein wichtiger Spieler, aber wir brauchen ihn die gesamte Saison. Wenn wir ihm zwischendurch Pausen verschaffen können, werden wir das machen. Young Boys spielt gegen Servet und versucht früh die Tabellenspitze zu übernehmen. Die sind Erster. Ja, und die sind Titelkandidaten. Welche Reaktion erwarten Sie von Ihren Spielern nach dem enttäuschenden Atalanta-Spiel? Wir wollen das so schnell wie möglich korrigieren. Wir haben den Kibun Park zuletzt in eine Festung verwandelt. Wie wichtig ist eine gute Heimbilanz? Von wesentlicher Bedeutung. Da hat man statistisch gesehen Vorteil, deswegen ist das wichtig, dass wir da auch die bessere Mannschaft sind. Ruiz ist dieser Spielzeit in einer blendenden Form und konnte bisher 6 Tore auflegen. Wie wichtig ist ein Beitrag für die Mannschaft?
Er zeigt sehr gute Leistung, also das, was wir von ihm erwartet haben. Hoffentlich kann er seine Form halten. Er ist einer der Kandidaten, die wir abgeben könnten. Weil so viele Optionen brauchen wir auf den Flügeln nicht. Die Frage ist, ob man dann aber nicht eher denkt, komm, wenn das am Ende der Saison gerade mit Panya so weitergeht, ist halt die Überlegung, ob man dann sagt, komm, wir geben Ruiz ab, weil er mehr wert ist und bessere Leistungen bringt. Was bedeutet, dass bei ihm auch schon mal jemand ankommen könnte und den für Übermarktwert kaufen will. Oder man sagt, Panya, Junge, hat nicht funktioniert, probier es woanders. Aber das müssen wir am Ende der Saison sehen. Gotzi, ich erwarte mir gute Trainingsleistungen von dir, weil du dich in die Mannschaft kämpfen musst. Du zeigst mir schlechte Trainingsleistungen. Zeigen sehr viele Spieler schlechte Trainingsleistungen. Ziggy, du bist Stammkeeper. Vielleicht übernimmt Keller die Position. Hier Keller trainiert. Aber nach 7-4 ist jetzt auch nicht überragend. Ist nicht überragend. Absolut nicht. Für Matcher bringen wir SL. Für Kakabatsu bringen wir Lüchinger. Ein Campbell rein für Görtler. Für Hotzic. Was sagt bei Gilmer nur der Fitness-Test? Da noch nicht wieder bei 100%. Poldi kommt mit auf die Bank. Cahill und Nuhu spielen. Ne, Nuhu hat Spielpraxis. Wir nehmen Götze mit auf die Bank. Dann kann er zumindest als Joker seinen ersten Einsatz bringen. Wenn es gut läuft. So. Dann wäre auch noch eine Rückennummer Götze. Kriegst erstmal die 28. So. Ich erwarte heute von euch ein wesentlich besseres Spiel. Glaube ich, vier Spieler aus dem letzten Spiel auf dem Platz. Fünf. Antonio Marquesano hat sich in der Swiss Super League bislang als äußerst präziser Passgeber präsentiert. Haben Sie einen Plan, wie Sie ihn stoppen können? Wir müssen ihn definitiv genau im Auge behalten und wir haben im Training an einigen Ideen dazu gearbeitet. Vor dem Duell gegen Zürich würden wir gerne wissen, ob Sie zufrieden mit Nikola Lüchingers Leistungen als Flügelverteidiger sind. Ja, macht dein Ding weiter. Ich bin kein Trainer, der versucht, etwas zu reparieren, was funktioniert. Er ist halt Backup. Als Backup bin ich mit seinen Leistungen zufrieden. Der Stammspieler ist halt klar Kakabatze. Ja, Lüchinger. Ah, oh, schlechter Einwurf. Chetin. Tigges. Chetin. Tigges. Miley. Bettin. Helm ist mal kurz dazwischen. Quintilla. Oh, Babic. Probiert daneben. Dergio. Muheim. Probiert mit dem langen Ball, aber da kommt keiner dran. Quintilla, Tigges, Cemaili, Tigges, Chetin, Tigges, Cemaili,
Fresio. Stettin. Sergius. Der Kopf dabei auf Flanke. Cemaili. Rama, Cemaili. Oh, raus auf Aegun. Aegun probiert. Ziggy hält. So, Jungs. Quintilla. Bringt den Ball rein. Gibt es jetzt einen Elfmeter? Gibt es da einen Freistoß für Zürich? Es geht um Elfmeter. Gibt Elfmeter. Quintilla. Verwandelt den. 1-0. Weiter. Weiter im Text, Leute. Ja, wir führen 1-0. Das war per Elfmeter, aber weiter. Vor allem defensiv habt ihr bis jetzt noch nicht beeindruckt. Muheim. Campbell. Bleibt dann nochmal Rage checken. Und Kameta haut den Ball nach vorne auf. Cahill. Dergio. Muheim. Cahill. Zurück zu Ziggy. Dergio. Oh, Cahill. Lüchinger hat viel Platz. Dergio. Ziggy. Vorne auf Kameta. Aegun. Kriesio. Kameta. Aegun ist durch. Ziggy blockt ab. Einwurf für Zürich. Campbell macht nicht so ein tolles Spiel. Aha. Brecher haut den Ball nach vorne. Auf Muheim. Williams. Quintilla. Muheim. Williams. Quintilla. Muheim. Williams. Muheim. Quintilla. Muheim. Quintilla. Muheim. Jetzt kommt der Ball rein. Williams. Muheim. Quintilla. Muheim. Nächster Versuch. Kommt wieder nicht an. Um Ragic dazwischen. Rama. Aegun. Geht zu einfach an Muheim vorbei. Quintilla blockt ab. Einwurf. Williams bringt die Ecke rein. Leider nicht an. Kameta. Lichinger dazwischen. Higgis. Oh, Marquesano. Cahill ist dazwischen. Gut abgeblockt. Marquesano. Bringt die Ecke rein. Aus Dergio. Und Williams. Konter läuft. Das ist gelb. Gelb für Omaragic. Das ist ein Freistoß aus vielversprechender Position. Quintilla probiert es direkt. Brecherwert ab. Babic. War im Abseits. Okay. Ragic. Also sorry. Was macht Brecher denn da? Rennt einmal quer über den Platz, der will sich wohl beschweren. Hallo, Schiri, was sagst du? Kein Elfmeter. Ein Freistoß. Moem kriegt jetzt kein Gelb-Rot. Nochmal Glück gehabt. Läuft gut, aber ich weiß, ihr habt noch mehr drauf. Ich glaube, wir werden Muheim relativ gut runternehmen, weil der hat zwar schon gelb, aber er dürfte nicht mehr zu weit weg sein von gelb-rot. Einwurf Muheim. Auf Campbell. Solche Pässe muss man doch gar nicht kommentieren, oder? Williams. Muheim. Campbell. Bringt den Ball rein auf Babic. Tor 2-0.
Garbage per Kopf. Campbell mit Vorlage. Campbell hat aber auch super viel Platz. Garbage gewinnt Kopfballduell. Gut gemacht, Jungs. So, 60. Minute. Wir nehmen aus Sicherheitsgründen Muheim runter. Wir wollen die Unterzahl nicht riskieren. Okololi. Gigi zeigt mir so gar keine Reaktion auf den Abschluss von Kololi. Also Fehler 1 war, dass keiner bei Kololi war. Hier, dass keiner auch nur in der Nähe. Quintilla ist am nächsten dran und der ist 5 Meter weg. Und Ziege zeigt dann halt so gar keine Reaktion. Das darf nicht passieren. Brecher haut den Ball nach vorne. Rojas. Williams, ja. Gilmino. Rojas bringt den Ball rein. Babic. 3-1. Die schnelle Antwort. Dadurch, dass Gilmino auch auf links ausweicht, relativ häufig können wir auf links halt für das Übergewicht sorgen. Campbell, Rojas, Beards, bleibt dann auf der Lobby hängen. Marquesano, Cemaili, raus auf Kololi, bleibt dann Lüchinger hängen. Und Dergius, glaube ich, der am Ende zum Einwurf klärt. Babic hat gerade einen Schlag abbekommen, das heißt Podolski kommt rein, für Williams kommt Ruiz. Ändern wir jetzt mal auf eine unterstützende hängende Spitze für Poldi. Igi, Stergio, Löchinger, Podolski, auf Campbell. Probiert seinen Lauf von Ruiz, Israel, Löchinger, Quintilla, Ruiz, Rojas hat Platz, Rojas hat viel Platz. Bleibt den Kriesio hängen. Nonto ist auf rechts frei, alleine. Ah, Quintilla probiert es mal mit einer Grätsche und nimmt zumindest ein bisschen Tempo raus. Und Kololi köpft hier dann rein gegen die Laufrichtung des Torwarts. Auch wenn das am Ende sehr knapp aussah. Also abseits ist es definitiv nicht. Ziege kriegt die Arme nicht schnell genug hoch. Und er nimmt es auch nur so hoch und nicht so, dann wäre nämlich es auch dran gekommen. Ruiz. Stettin. Ruiz. Brecher. Mache Abschluss von Ruiz. Wir können nicht mehr wechseln. Wir können Tiller gerade noch runternehmen. Ilmeno mit einem schwachen Spiel. Löchinger auch nicht gut. Dergio. Löchinger. Auf Ilmeno, Ruiz. Will den Ball reinflanken, aber Caneta blockt ab zur Ecke. 6 Minuten obendrauf. Ruiz bringt die Ecke rein. Genau auf Umragic. Dergio. Bettin mit dem Einwurf für Zürich. Kriesio. Marquesano. Geblockt von Quintilla. Kriesio. Miley. Marquesano. Caneta geht da nicht ran. Ziggy. Und den Ball nochmal nach vorne. Ende. 3-2 gewonnen. Zweite Tor hätten wir uns auf jeden Fall sparen können. Beim ersten. Ja, beim ersten ist halt schon. Das haben die halt echt gut gemacht. Aber das zweite Tor hätten wir uns echt sparen können.
Aber tritt 1 bis 3 Tage aus. Dasselbe gilt für SAL. Sind Sie mit Boris Babic's Leistung zufrieden? Ja, das ist ein großartiger Spieler für uns. Sie haben einen der besten Offensivreihen der Liga. Worauf führen Sie das zurück? Ich habe das Glück, fantastische Spieler zu haben, die in allen Bereichen Qualität aufwarten. Rolchi gehört in der Liga zu den Spielern mit den meisten abgespulten Kilometern pro Spiel. Wie wichtig ist ein solcher Spieler? Jeder Li Trainer in der Liga hätte gerne einen Spieler wie ihn in seinen Reihen. Er macht seinen Job sehr professionell und hat viel Qualität. Nach der Entscheidung, einige Leistungsträger zu schonen, müssen sie doch über das Ergebnis bei St. Gallens 3-2-Sieg über Zürich in der Raiffeisen Super League erfreut sein. Ich bin froh, dass wir einige Spieler schonen konnten und trotzdem einen Sieg einfahren konnten. Wie sind Sie zu Ihrer aktuellen taktischen Marschroute gekommen? Ich muss das Beste aus meinen Spielern rausholen, deshalb spielen wir so, wie wir spielen. Okay, Löchinger ist für ein Spiel gesperrt. Kreanz. Pokalspiel als nächstes. Keller kriegt mal wieder ein paar Minuten im Tor. Nein, nicht ein paar Minuten. Podolskis Vertrag wurde verlängert. Sieht aber auch noch eine interessante Taktik aus. Also sowas Ähnliches hatte ich als Idee, was man auch mal ausprobieren könnte. Aber dann wirklich in Form von: Wir nehmen eine Taktik, bei der ich weiß, die relativ gut funktioniert. Nee, eigentlich nicht. Wir nehmen so ein 3-4-3, aber verzichten komplett auf Außen. Da ist keine Außenverteidiger, das Vierer Mittelfeld, ein defensiver Mittelfeldspieler und drei Zentrale oder zwei Zentrale und ein Offensiver und drei zentrale Stürmer. Keine Flügel. Dass die Außen halt komplett frei sind und man die Mitte dicht macht. Das könnte man mal ausprobieren. Man halt auch wieder in Form eines Experiments oder so. Braucht man dann eine Mannschaft, die von den Spielern her dazu passt? Da wäre so, ja, sowas wie Atalanta wäre da, glaube ich, ganz gut. Ellery Balcombe. Oder Balcombi? Leon Guevara, der war doch mal. Der hat bei Darmstadt gespielt. War das in dem Bundesliga-Jahr? Ja. Im Bundesliga-Jahr von Darmstadt war er dabei. Hatte 17 Einsätze. Kommt aus der Jugend von Köln. Vital ist zu teuer für uns. In Brereton. Der Gjorcinovski könnte man halt auch noch so als Notfall-Backup im Sturm benutzen. Guckt euch den Jungen an. Dem fehlt das Tempo. Ansonsten wäre der schon mal sehr gut. Das Problem ist, dass er keinen Ehrgeiz hat. Oh, da können wir aber dran arbeiten. Was Mentoring. So. Also Panya ist professionell, Campbell ist professionell. Dann nehmen wir da doch einfach mal rein. Alan Campbell, Martin Gjorcinovski und ich will halt nicht so. Podolski will ich halt nicht reinnehmen. Er ist zwar ein Führungsspieler, aber er könnte halt noch einen Einfluss auf Campbell nehmen.
Ich könnte SRL zusammen mit reinstecken. Echt, SRL hat schon einen geringen Einfluss auf die Gruppe. Hoffen wir, dass das Campbell nichts Böses macht. So. Astrid Fitness ist bei Gilmeno nicht bei 100%, bei Barbage auch nicht. Passt. SRL sollte nicht spielen. Dann bringen wir da doch einfach mal Rafael Oliveira. Gotzi kriegt sein Startelfdebüt. Wir Stammspieler die Spielpraxis brauchen. Ich glaube nicht. Keller kommt rein. Nehmen nur mit auf die Bank. Ja, ansonsten passt das. Bei den Jungs sage ich einfach mal, könnt ihr in den Kader der U21 schieben. Ich sag, die sind verfügbar für die U21, dann können die sich da ein bisschen fit halten. Aber da nicht ganz so extrem durchrotieren müssen. So. Willard wird spielen, Williams auch eine Pause. Lass mal Kreuchi ran. Van Gomez ist halt eher ein rechter Flügel, aber der kann halt auch links. Lass Van Gomez ran. Aber wir können heute noch statt Görtler mitnehmen. Haben wir keinen. Dann ist das die Aufstellung zu dem Spiel. Rafael Oliveira, du kriegst die 30. Nächstes Mal kriegen einfach alle Spieler, die im Kader der ersten 11 sind, direkt eine Rücknummer. Wir sind der Favorit und sollten einen lockeren Sieg einfahren. Das Achtelfinale. Wir spielen gegen den Zweitligisten. Könnten sie ein Problem haben, das Team gegen einen Gegner wie den SC Kriens zu motivieren? Selbstgefälligkeit ist sicher ein Problem vor dem Spiel. Ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird. Meine Spieler arbeiten hart, trainieren professionell und bereiten sich auf jedes Spiel gleich vor. Schüler des Kapitän heute. Welche Qualitäten bringt er mit? Ist, dass ich auf ihn bauen kann und er jeden Spieler motivieren kann, sein Bestes zu geben. So. Ja, die haben mir ja Ocker vorgeliehen. Können wir uns den Jungen gleich mal live angucken. Edom Berisha, der wird auch ein paar Mal vorgeschlagen. Liridom Berisha war doch auch einer. Nee. Das ist ein sehr öder Start ins Spiel. 20 Minuten rum, auf beiden Seiten einen Abschluss. Reihe mit dem Einwurf. Vukasinovic. Berisha. Seiler. Götze dazwischen. Oliveira. Lüchinger. Ja, Lüchinger geht durch auf der rechten Seite. Bringt den Ball rein. Campbell. Kommt Kopf dran. Drüber. Am Ende. Muheim mit dem Freistoß für uns. Bringt ihn rein. Kehl Kopf drüber. Leute. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Lüchinger. Schwacher Pass auf Berisha. Solo, Zeller, Blazuki. Oh, Blazuki. Wir sind hinten. Das war katastrophal verteidigt. Also, gucken wir uns das jetzt nochmal an. Seiler. Spielt auch Sassuolo und Blazuki, wo Lüchinger die ganze Zeit dran ist. Und Sassuolo, der Gotze direkt dran ist. Und unbedingt Pass spielen bzw. Tor schießen.
Da ist die ganze Zeit einer dran, bis die was machen. Thomas. Campo. Dilmeno. Stillhart. Campo. Babic, Gilmeno, Stillhart, Muheim. Muheim mit dem Ausgleich. Bitter nötig. Nur das erste Tor für uns ist viel zu spät. Muheim, wo keiner jemals dran war von den Gegnern, hat sich halt einfach freigelaufen und kann dann unbedingt einschieben. Cecilo, Blazuki, Seiler, Blazuki, Seiler, Zadriai. Seiler spielt einen Fehlpass auf Oliveira, Gomez, Gilmeno, Stillhart, Gomez, raus auf Babic, legt eine rein auf Campbell am Posten und dann wird da geklärt. Wird da knapp vor der Linie geklärt. Geht besser. Oh, ich bin unzufrieden mit der Leistung heute. Und dann sagen wir dem Mittelfeld, dass wir noch von denen enttäuscht sind und den Stürmern. Oliveira kann ich einfach nicht motivieren, aber Podolski, der auf der Bank sitzt. Gotzi. Stillhart. Da ist halt keiner. Nein. Cahill köpft den weg. Gomez, wobei an Zadriai. Gomez. Den Pass auf Babic probiert, kam nicht durch. Löchinger. Oliveira auf Stillhart, Campbell, Löchinger. Oliveira. Ein auf Stillhart, raus auf Löchinger. Oliveira, Babic. Warum ist das jetzt ein Eigentor von Okafor? Weil Babic Okafor getroffen hat. Aber das hätte halt nichts daran geändert, dass es ein Tor gibt. Im Gegenteil, durch die Berührung von Okafor hatte der Torwart eine etwas größere Chance am Ball bekommen. Das Tor gehört halt Babic. Muheim. Gomez, Muheim, Campbell, Stillhart, Muheim, Stillhart, rüber auf Lichinger, 3-1, beide Außenverteidiger getroffen. So, jetzt dürfen wir die Mannschaft auch loben. Die Wiederholung wieder übersprungen. Berisha. Seiler, Zadriai, Seiler, Vukašinović, Zadriai, Blazuki wieder vorbei an Löchinger. Ey, also dieser Noah Blazuki ist, der macht ein gutes Spiel für die. Ist wieder Löchingers Job, den zu decken. Und dann, wenn der Pass gespielt hat, ist Blazuki nicht mehr, ist Löchinger nicht mehr an Blazuki dran. Wieder. So, Muheim wieder. Auf Gilmeno, Campbell, Babic, Gilmeno, Wirtz, aber tritt locker vor. Ecke. Thomas bringt die Ecke rein, nur Spieler von Krient an der Stelle. Gotzi. Nicht so aus. Wir wechseln uns aufgrund schlechter Leistung. Ran Gomez. Boris Babic. Und der dritte Wechsel wird dann für müde oder wenn es halt eine Verlängerung gibt, wieder aufgehoben. Muheim. Gilmeno, Ruiz, Oliveira, raus auf Löchinger,
Löchinger. Spielt auf Oliveira, der bringt den Ball rein. Auf Ruiz und Berisha klärt per Hacke. Das ist arrogant. Oder sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Gut geklärt, Muheim. So, Löchinger, Stillhart. Rüber auf Muheim. Apropos Löchinger, er ist müde. Muheim. Irgendwer hat da auf Podolski weitergeleitet. Ich weiß nicht, wer es war. Podolski hat dann zu wenig draus gemacht. Kempe, Muheim, Stillhart. Kempe, Stillhart, Kempe. Weitenwechsel auf Kakabatze. Hat dann Ocker vorhängen. Schluss. 3-2 gewonnen. Nur eine Leistung reicht einfach nicht. Das ist wieder ein Spiel, das viel zu knapp ist. Ja, Löchinger 6. gelbe Karte ist okay. Also wenn wir uns jetzt nur mal die Spiele angucken von heute. Gegen Grasshoppers ging seine Chancenverwertung. Nee, warte. Hing Grasshoppers noch an der Chancenverwertung? Nein. Aber gegen die Grasshoppers haben wir offensiv zu wenig auf die Kette gekriegt. Gegen Basel war unsere Chance. Da war unsere Chancenverwertung Katastrophe. Gegen Atalanta war die Chancenverwertung das Problem. Gegen Zürich war es, wenn man sich die Expected Goals mit den tatsächlichen anguckt, die Chancenverwertung das Problem. Gegen Kriens ist es wieder. Und das ist jetzt das vierte Spiel in Folge, wo wir die Chancenverwertung sehr schlecht haben. Das fünfte Spiel in Folge, wo wir deutlich höher hätten gewinnen müssen. Also heute läuft noch nicht so. Heute läuft noch nicht so. Pressekonferenz beginnen. Nehmen wir mal teil. Folge von Lausanne-Sports 2-0 Niederlage gegen den FC Sion in der Raiffeisen Super League liegt Continis Team nach 13 Punkten aus 12 Spielen derzeit auf dem 7. Platz in der Liga. Denken Sie, es gibt eine Chance, dass der Lausanne-Sport alle Punkte im Start de la Tourière halten kann? Wir wissen, was wir als Team abliefern können. Wenn wir unser Spiel durchziehen, werden wir gewinnen. Angesichts der starken Leistung von St. Gallen gegen Kriens werden sie vom der Mannschaft vermutlich eine Fortsetzung wünschen. Asiana, guten Tag. Auch mal wach. Moin. Genug geschlafen für heute oder legst du dich gleich wieder hin? Damit du Dienstag dann fit bist. Und direkt im Rhythmus bist. Victor Ruiz auf die Kritik an seinen letzten Auftritten reagieren. Ey, Leute, im Einspiel wird er im Himmel gelobt, dann ein Spiel später. War schon los, Fußball. Spiel oder Training? Moin Harbinger. Das ist wichtig für Ruiz, ist gute Leistung zu zeigen und damit diese Kritiken verstummen zu lassen. Ja. Die Anzahl an Spielern, die wir verliehen haben, juckt mich nicht.
Anja scheint einen positiven Einfluss auf die Moral des Kaders genommen zu haben. Ja. Geht's, Ghost? Ja, gut, danke. Und dir? Ja, Anja. Hat sich gut eingefunden und bis jetzt. Wir sind zufrieden mit ihm, aber mehr auch nicht. Wir sind nicht glücklich, aber zufrieden. Am Platz hat die Mannschaft für eine ganze Weile große Probleme. Kann ich klagen. Das liest man gern. Ich würde sagen, hört man gern, aber ich höre das ja nicht. Am Platz hat die Mannschaft schon eine ganze Weile große Probleme. Hallo? Moment. Auswärts gewonnen, unentschieden. Okay, verloren, verloren. Verloren. Unentschieden. Oh, ich glaube, wir haben noch kein Auswärtsspiel in der Liga gewonnen. Nee. Okay, die Frage wegen den Auswärtsspielen ist vielleicht doch berechtigt. Haben Sie unsere Spiele gesehen? Ich habe das Zählen aufgegeben, wie oft uns das nötige Glück gefehlt hat. Herr Babic kann den Unterschied machen. Ja, durchaus möglich. Rechner kurz abgeschützt. Was habe ich verpasst? Nicht viel. Eigentlich nur die Frage wegen Fußball. Warte. Training oder Spiel? Bei dir. Spiel. Wie lief? Bitte sag mir, dass ihr gewonnen habt. Gut so. Warte. Kreisliga, ja. Ihr müsstet mal ein paar Mal aufsteigen, dann könnte ich euch im FM mal ein bisschen weiterbringen. Oder du wechselst einfach in einem Verein in der Landesliga. Passbänder geben wir nicht ab. Viertelfinale im Pokal. Wen kriegen wir? Oh Gott sei Dank. Wir kriegen mit Bilbien die einfachste Mannschaft. Super. Und das Halbfinale schon fast buchen. Wann findet das vierte Finale statt? Kaufen bald Ronaldinho, dann geht's ab. Warte, ich guck mal eben, wie alt der ist. So, Ronaldinho, der ist 41. Oh, das geht ja noch. Das geht ja noch. 2015 bei Fluminense Karriere beendet. Ach. Ah, da könnt ihr euch noch gut weiterhelfen. Wenn es mit der Fitness nicht mehr so passt, dann bleibt halt einfach vorne stehen. Und ihr guckt, dass er den irgendwie aus dem Abseits rauskriegt. So, erstmal kommt Kakabatze rein für Lüchinger. Lee auf der Bank. So. Das Lee direkt in die Startaufstellung. Sergio rein. Oheim darf weiterspielen. Quintilla kommt wieder rein. Görtler. Da haben wir Metscher. Jetzt muss man nur stark am Glas nach dem Spiel sein. Das sollte er ja erfüllen. Hatte der nicht, als er bei Barcelona war, irgendwelche Klauseln im Vertrag, dass er an so und so vielen Abenden pro Woche feiern gehen darf? Da war doch was.
Rein von dem her, der wird, glaube ich, zu euch passen dann. Fliege wieder rein. Wird negativ auf die ausgelobten Mannschaftsprämien reagiert. Ja, gut. Ihr kriegt halt nicht viele Prämien diese Saison. So. Panja. Ekene Panja. Wenn der mal gut spielen würde, könnte man sagen, ist der thailändische Ronaldinho. Nur dass der uns wirklich weiterhilft und nicht so wie der aus Südafrika. Wir waren in letzter Zeit gut drauf, also geht raus und beeindruckt mich. Titelkandidat Young Boys trifft auf Grasshoppers und will mit einem Sieg die Titelchancen aufrechterhalten. Ja, sollten sie gewinnen. Ihr Team gehört zu dem mit dem meisten Ballbesitz, während Lausanne weit davon entfernt ist. Wenn sie sich hinten reinstellen, sind sie dann gewappnet für die Aufgabe, sie zu knacken? Ja. Soll ich mal hinkriegen. Kablan. Seba. Losli erstmal mit dem Foul gegen Babic. Fasli, Quintilla, Fasli, Matcher, Kakabatze. Matcher, Platz, Panja köpft drüber und war im Abseits. Hat der Junge ja echt nicht viel gerissen. Alles falsch gelaufen, falsch gemacht, was er falsch machen konnte. Mehr fordern. Kakabatze auf Babic. Kakabatze, Babic. Anja hat den Ball, legt ihn rein auf Hotzic. Der schießt Bugard ab. Ecke. Kakabatze bringt die Ecke rein. Shankara, der setzt den Kopfball in eine Prärie. Ja, ungefähr das ist eine gute Beschreibung von Panjas Kopfball jetzt gewesen. Landete irgendwo und nirgendwo. Und feuern sind sie alle wütend überfordert. Wow. Okay, Kündel, Kakabatze. Anja. Auf Hotzic. Anja. Geht vorbei am Bor. Wie heißt der Bor? Keine Ahnung. Boraniasewitsch oder so. Kakabatze. Auf Montero. Anja. Dergiu. Vasli. Babic, Hotzic, Babic, Losli. Zur Pause. Wir sind zwar die stärkere Mannschaft, aber das geht gar nicht, was die da gerade abliefern. Trotzdem, du bist nervös. Was bist du motiviert? Muss man nur mal sagen, dass man enttäuscht ist, dann ist der Junge schon motiviert, weil er es besser machen will. So. Muheim. Das ist ja wirklich Boraniasewitsch. Ecke. Kakabatze bringt die Ecke rein. Auf Bugard. Nächster Versuch für Kakabatze. Asli. Stergiu. Quintilla, Stergiu. Kakabatze, Stergiu. Quintilla. Okay. Kurzpassspiel auf Speed. Das geht gar nicht. Da komme ich nicht mehr hinterher. Figi. Asli. Kakabatze. Asli. Matcher. Kakabatze. Matcher. Guck ich an der Bar vorbei. Sanchez. Wird das? Und zum Abschluss aber Zigi hält den Ball. Leute, ich bin alles andere als zufrieden mit dem, was ihr da gerade abliefert. Jetzt der geht jetzt nicht auswechseln, nur weil er kurz vor einer Gelbsperre ist. Wir haben genug gute Innenverteidiger. Und jetzt halt mal ein Spiel aus. Statt der Aufstellung von Lausanne Sport lassen wir uns da die Statistik mal anzeigen. So. Dann
Wir nehmen runter Hotzic wegen schlechter Leistung. Dafür kommt Podolski. Podolski ist als Stoßstürmer besser, alles als pressender Stürmer. Alles klar. Gut. Mehr können wir im Moment nicht. Ja, wir hätten Muheim noch direkt mit runternehmen können. Los, Leköp drüber. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Offensivpower zeigen. Stella. Lee. Anja. Görtler. Wacher Abschluss von Görtler. Sergio per Kopf da. Görtler. Auf Podolski, Metscher, Babic und der schießt daneben. Was passiert offensiv wenigstens mal was? Dann müssen wir Muheim noch runter. Wir könnten Babic noch runternehmen, aber ich habe keinen mehr, den ich als Stürmer einstellen könnte. Könnten Metscher da hinstellen. So, und für Babic bringen wir dann Campbell. So. Matcher vorne drin in vorderster Front. Das gut geht. Und Freistoß für Lausanne. Und Ende. 0-0. Wir haben offensiv im Moment echt kein Glück. Das ist gerade so gefühlt unser großes Problem. Die Offensive. Das vor allem auswärts. Das heißt, das können wir uns dann zeigen lassen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 3 Punkten auswärts. Also in der Auswärtstabelle sind wir letzter. Mit 3 Punkten. Und in der Heimtabelle sind wir erster. Ohne Punktverlust. Ja, so gehen die Extreme. Wir wissen, was wir tun. Zumindest zu Hause. Auswärts wissen wir es nicht. Oh, Rückspiel gegen Atalanta. Ah, die Klauseln bringen uns alle nichts, die wir da verticken können. Was uns jetzt wirklich weiterhelfen würde, wäre ein absolutes Top-Talent, das durch die Jugend kommt, was wir dann in 1 oder 2 Saisons für 2-3 Millionchen oder mehr natürlich, mehr nehme ich natürlich immer gerne, was halt für einen Millionenbetrag nach Dortmund, Bayern, PSG oder so verkaufen können. Und das sind halt die üblichen Verdächtigen. Oder Barca. Wo wir dann 50% vom nächsten Verkauf als Klausel mit reinhauen können. Sowas wird uns gerade richtig helfen. Einfach weil, gibt Geld. So. Oh, Atalanta, Luzern und dann ist Länderspielpause. Bitte was? Es gab... Warum soll... Hä? Achso. Wurde dementiert. Okay, es ist erstmal kein Konsortium daran interessiert, unseren Verein zu kaufen. Kann da nicht irgendwer kommen und uns richtig viel Geld geben? Sind wir eigentlich verschuldet? Nö. Okay. Wir haben 16 Millionen. Davon darf ich so gut wie nichts ausgeben, ist das Problem. Nur schickt mein Co-Trainer zur Pressekonferenz. Wichtig, ich will die Jugendeinrichtungen verbessern. Das Netzwerk für die Nachwuchsrekrutierung stärken und das Jugendtrainingsbudget erhöhen. Alles für die Jugend. Wir brauchen gute Jugendspieler. Sehr viele, sehr gute.
Ich würde gerne die Jugendeinrichtung verbessern. Leute, ihr lehnt's ab. Ich sag zu euch, können wir da noch mal drüber reden? Ja, wir sehen es ja ein. Null Rückgrat. Ja, ich möchte gerne das Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung verbessern, damit uns die Konkurrenz nicht die besten Spieler der Region wegschnappt. Das ist ein Bereich, mit dem man nie zufrieden sein kann. Na also, überredet. Trainingsbudget erhöhen. Um unseren jungen Spielern individuelles Training zu ermöglichen, ja. Wir halten das Budget für einen Verein unserer Größe absolut angemessen. Nein. Wir könnten uns überholen und da seid ihr nicht bereit für, ne? Ja. Wir genehmigen sofort eine adäquate Erhöhung. So, für 2,5 Millionen erstmal die Jugendeinrichtung ausbauen. Okay, wir sind jetzt auf Stufe 7 von 8 in der Rekrutierung und das Jugendtraining haben wir auf Stufe 7. Sehr gut. Trainingseinrichtung. Dann ist das Stufe 6. Aber die Jugendeinrichtungen sind wichtiger. Und vielleicht ein Stadion, wo wir nicht 5 Millionen pro Jahr bezahlen. Gucken wir mal, ob wir im Rückspiel gegen Atalanta was reißen können. Lüchinger kommt wieder auf die Bank. Dann Panya. Ich will Panya nicht spielen lassen. Der zeigt mir zu selten gute Leistung. Ich lasse Williams daran. Matcher im zentralen Mittelfeld scheint da besser zu funktionieren als auf der 10. Das spricht auf jeden Fall für ihn, dass er jetzt auch mal ein bisschen Spielzeit kriegt. Ja. Ansonsten würde ich jetzt gerade nichts ändern wollen an der Startelf. Nur Williams rein für Panya. Wir haben hier nichts zu verlieren. Wir wissen um unsere Stärken, zeigt allen, was in uns steckt. Wir waren im letzten Spiel schon besser. Nur die Chancenverwertung war das Problem. Auf beiden Seiten. Die einen waren überdurchschnittlich gut, wir überdurchschnittlich schlecht. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Ziele mit denen des Präsidenten übereinstimmen? Ja. Wir wollen beide den Verein dafür sorgen, dass der Verein besser wird und wächst. Passt doch. Paterborn ist in der Euroleague einer der besten Dribbler. Ja, wir haben ein Auge auf ihn. Wenn wir wirklich aufhalten können, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Gosens dribbelt den Ballens aus. Klasse Leistung, Junge. So einer spielt Nationalmannschaft. Iličić. Vasalic köpft daneben. Abschluss. Also Jungs, ich brauche noch mal mehr von euch. Einwurf, Kakabatze, auf Gosens. Balic, Freuler, Muriel, Freuler, Gosens ist durch auf links. Kakabatze kommt noch mal rein, Freuler, Pessina, Vasalic, Iličić probiert, Ziegelenken drüber. Das wäre ein richtig schönes Ding gewesen. Wäre ein schönes Tor gewesen. Zum Glück ist Ziege da. Iličić bringt den rein. Ohne Erfolg, Gosens. Zurück auf Palomino, Gosens. Wieder zurück auf Palomino. Los, anfeuern. Sind sie wieder alle überfordert von? Messina. Artebohr. Kommt dann nur ein vorbei. Oh, Pasalic an der Latte. Aber wir brauchen das Glück manchmal. Gosens, Muriel,
Gosens, Euler, Pessina, Börtler erobert den Ball, Hotzic, Williams. Amic hätte halt weiter mitlaufen müssen. Williams bringt die Ecke rein, das ist nur Palomino. Wieder Williams, nochmal Palomino. Vielleicht sollten wir anfangen, auswärts zu kontern. Also ich bin unzufrieden mit der Leistung heute. Ja, Ziggy, du bist bis jetzt... Ich freue mich sehr über deine Leistung bisher. So, jetzt ist er schon mal ruhig, der Rest... Ziggy spielt gut. Ich sage ihm, ich bin glücklich mit dem, was er bis jetzt macht. Sage der Viererkette, ihr seid nicht so toll. Ihr müsst euch mal ein bisschen mehr anstrengen. Ist mein Torwart demotiviert? Steh einer Fußballer. Echt mal, versteh einer Fußballer. Ach, müsste die Konter noch einschalten. So. Akabatze kommt nicht an Gosens vorbei. Gosens haut den raus. Pessina, Gosens, Euler, Gosens, Pessina. Gosens, Euler, Pessina. Ilic, Pasalic, Ziggy hält. Ziggy haut den Ball nach vorne. Kjær, Muheim, Williams, Görtler, Babic auf Rotzic, Babic zurück zu Kuntilla, raus auf Kakabatze. Fasli, Kakabatze, Fasli, Kakabatze. Matcher wäre da zum Helfen. Fasli. Und zurück zu Ziggy. Dergiu. Auf Kakabatze. In den Lauf von Hotzic. Der probiert. Golini hält. Aber mal wieder ein Abschluss von uns. Oh, Quintilla bringt die Ecke, den Freistoß rein. Leider keiner. Konter über Muriel. Kakabatze, viel zu einfach. Viel zu einfach. Konterabsicherung. Er fordert auch schon mal ein taktisches Foul, wo man eine gelbe Karte für nimmt. In Kauf nimmt. Kakabatz Konterabsicherung besteht daraus, dass wenn ihm ein Spieler entgegenkommt und er anfängt auszuweichen, geht Kakabatze noch zwei Schritte in die Richtung. Und rennt dann hinterher. Da hätte man durchaus mehr tun können. Warte, boah. Bleibt dann Williams erstmal hängen. Bleibt aber am Ball. Euler, Pasalic, Gosens. Pasalic, Euler, Gosens wieder. Bringt den Ball rein auf Muriel. Pasalic, Ilicic, Hartebohr frei. Vorbei. So. Kann der Mannschaft jetzt mal sagen, dass es scheiße spielt. Fasli, Ziggy. Haut den Ball nach vorne. Gosens. Pessina, Ilicic. Gosens, da muss jetzt aber was passieren. Ja, sehe ich auch so. Kakabatze, verdammt. Den nehme ich jetzt runter. Seine Konterabsicherung besteht aus, ich mache nichts. Und seine Verteidigung besteht aus, okay, ist doch kein Elfer. Trotzdem wird er runtergenommen. Der Junge macht in diesem Spiel nichts Positives. Ziggy. Muheim. Williams. Bringt den Ball rein. Ah, Palomino ist da. Quintilla. Muheim. Williams. Danke. Muheim. Görtler. Quintilla. Netscher, Babic. Babic war im Abseits. Oder nicht. Fehlt. Ausgleich. Weitermachen, Jungs. Spielgewinn. Dann haben wir noch eine Chance. Ah,
Atobo hat es abseits aufgehoben, aber das war sehr knapp. Atobo? Ja. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Und Lüchinger war halt null beteiligt, aber Kakabatsu ist runter und direkt fällt ein Tor für uns. So. Nehmen wir jetzt als psychologischen Pluspunkt. Aber Williams ist noch nicht im Spiel. Die linke Seite ist generell ziemlich abgemeldet. Angemeier sollte links hinterlaufen. So, Iličić. Und Pfosten. Haben es noch ganz außen, ne? Ja, Ziggy. Atli, Ziggy. Sergio. Babic, Hotzic. Babic. Hotzic steht am Weg. Görtler schießt am Ende und Golini hält. Metscher ist müde. Und nehmen wir Metscher runter für Campbell. Und wir nehmen Williams runter für Ruiz. Hartebohr auf Lobotka. Hartebohr. Oh, bleibt an Ruiz hängen und Ruiz verliert den Ball direkt wieder. Iličić. Salic. Mähle. Salic. Campbell gewinnt den Ball. Und verliert ihn wieder gegen Lobotka. Das Lee holt ihn zurück. Kaldara wieder. Iličić. Oh, Muriel ist durch. Ziggy blockt ab zur Ecke. Na los, Leute. Jetzt auskontern. Über Ruiz. Ist zu langsam. Hotzic. Innenlauf von Babic. Oh. Das war ein übel anzusehender Abschluss. Ruiz. Oh. Lüchinger auf Görtler, Babic, Golini hält. Abseits. Aber es muss weitergehen. Mähle, Lammer, Salic. Ziggy. Flanke ging genau auf Ziggy. Uheim ist da frei. Gut gesehen. Uheim. Sergio, Uheim, Campbell. Viel zu scharf gespielt. Da wäre Babic niemals rangekommen. Lüchinger. Campbell. Lüchinger. Babic. Oh. Es hat angefangen mit Lüchinger, steht Babic im Weg, weswegen Babic auf die Fresse fällt. Iličić. Und Tiller köpft raus. Kommt Konter über Ruiz. Jetzt auf Babic. Versuch doch wenigstens den Abschluss. Hättest du nicht über einen Platz sprinten müssen dafür. Kann nicht wahr sein. Alles wäre besser gewesen als das, was Babic da vorne gemacht hat. Hätte wenigstens versuchen sollen zu schießen. Ecke, Iličić. Da lassen die sich jetzt natürlich Zeit mit. Ja, ab. Ende. Ja, am Ende war Atalanta ein Ticken besser. Also den Sieg haben sie definitiv mehr verdient als den letzten. Aber Babic hätte da ja auch mal irgendwas machen können mit dem Ball, als er da vor Golini stand, statt den einfach Golini zu geben. Im Zweifel probierst du den zu überlupfen. Unzufrieden mit der Leistung. Wie schwerwiegend war die letzte verpasste Chance von Boris Babic?
Er wird nicht oft solche hundertprozentigen Chancen bekommen. Nach dem Spiel war er auch der gefrustetste Spieler. Ja. Der späte Siegtreffer von Luis Muriel muss sehr bitter gewesen sein. Wie wird sich das auf die Mannschaft auswirken? So spät zu verlieren ist besonders ärgerlich. Ich finde, wir hätten mehr verdient gehabt. Glauben Sie, dass das Endergebnis durch das späte Tor von Atalanta den Spielverlauf widerspiegelt? Nein, nicht wirklich. Ich kann auch nicht sagen, nein, das war pures Glück, weil im Endeffekt, sie haben sich mehr Chancen und bessere Chancen rausgearbeitet. Was Babic da gemacht hat, geht halt gar nicht. Kann man dann auch Ziege in den Sturm stellen und der bringt mehr. In der Situation. Wir brauchen in der nächsten Saison auf jeden Fall nochmal einen Stürmer. Da müssen wir gucken, dass wir einen guten Stürmer kriegen, der schnell ist mit guter Ballannahme. Und vielleicht auch mit gutem Dribbling, damit der Torwart in so einer Situation nochmal stehen lassen kann. Wir haben die letzten 5 Spiele gegen Luzern gewonnen. Solch ein Lauf von Bedeutung und können sie ihn am Samstag fortsetzen. Kann schon ein Vorteil sein und unser Selbstvertrauen pushen. Was erwarten Sie vor Ihrem anstehenden Duell mit Luzern? Ich bin zufrieden damit, wie wir uns vorbereitet haben und zuversichtlich. Jamgeus trifft an diesem Spieltag auf Basel und dabei möchte ich. Die fragen mich jetzt bei jedem Spiel, ob ich glaube, dass sie dass die Jamgeus den Titel gewinnen, oder? Lead Paqarada ist in dieser Saison einer der besten Spieler bei Luzern. Welchen Anteil hat er Ihrer Meinung nach am Erfolg? Ist ein sehr guter Spieler und hat das in der Saison bisher auch gezeigt. Yannis Letta wird auf seinen alten Verein treffen. Freuen Sie sich auf das Wiedersehen. Klar, ich freue mich drauf, Yannis zu sehen. Er ist ein netter Kerl. Ich hoffe nur, dass er das Spiel nicht zu sehr genießt. Fürchten Sie, dass Letta bei seiner Rückkehr zum Albtraum für seinen Ex-Verein wird? Er allein bereitet uns keine besonderen Sorgen. Wir müssen uns auf alle ihre Spiele. Nein, wir müssen auf alle ihre Spieler gut Acht geben. Machen Sie sich nach dem Spiel unter der Woche darüber Sorgen, dass Ihr Team aufgrund der Doppelbelastung möglicherweise gegen Luzern strauchelt? Nö. Im Zweifel wird ein bisschen rotiert, damit wir fitte Spieler auf dem Platz haben. Zürich ist an Vitor Boracca interessiert. Ein Angebot und nicht nur eine Anfrage. Wir wissen, wie viel ihr mir geben wollt. Ja, Celestini packt wieder die Psychospielchen aus. Akram Afif. Okay. Hey, Muay macht gut trainiert. Wir können mal wieder einen Spieler für sein Training loben. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ich glaube, in der Saison noch gar nicht. So. Also, die Jungs sind alle fit. Wir könnten es so probieren. Dass der Kakaba den Rechtsverteidiger halt nochmal ein bisschen offensiver stellen. Um über rechts nochmal ein bisschen mehr Offensivpower zu. Nein, wir haben Defensive. Wir haben im Moment in der Defensive Probleme auf der rechten Seite. Da müssen wir da nicht drüber nachdenken, den Offensiver auf den Platz zu stellen. So, Gilmeno können wir wieder mitnehmen. Gilmanovic spielen statt Babic. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen falsch rüber, wenn ich nach so einer super Großchance, die er da vergeben hat, aber es geht um die Spielpraxis. Es geht ganz allein um die Spielpraxis. Das muss als Grund zählen.
Statt Stillhart nehmen wir Esahel mit. Zum Spiel. So, ich erwarte heute einen Sieg von euch, Jungs. Luzerns guter Lauf brachte ihn den ersten Platz in der Formtabelle. Die haben die letzten 5 Spiele alle gewonnen? Krass. Ich freue mich drauf. Hoffentlich können wir ihnen einen Dämpfer verpassen. St. Gallen blieb gegen Luzern 5 Spiele in Serie ungeschlagen. Wie großen Vorteil verschafft das ihrer Mannschaft heute? Ich habe dafür Bescheid. Dafür gesorgt, dass die Spieler das wissen, damit sie ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. So, Wedeck. Akerada. Gott sei Dank keine Karte. Ich habe jetzt schon mit dem Schlimmsten gerechnet, nämlich einer roten Karte nach 17 Sekunden. So. Greta. Akerada. Und dann Kökerbatze vorbei und Greta da mit dem misslungenen Abschluss. Riedek. Basli. Akerada. Ulrikes. Schulz. Akerada in die Ei. Basli. Also aktuell? Ich nicht, dass wir hier offensiv was reißen. Ah, Ecke. Kackabatze. Müller ist da. Müssen wir mal mehr fordern von den Jungs. Ndiaye, Ndeng, Greta. Muheim kommt nicht so in Zweikampf. Ndiaye köpft auf Ziggy. Kackabatze auf Williams. Hotwitch. Legt den Ball rein zu Gil Menot und der verwagt so ein bisschen. Aber ist okay, der hat nicht viel gespielt diese Saison, der muss erst wieder reinkommen. Ah! Okay. Friedrich schafft's nicht. Ziggy hält. Aktuell wäre Ziggy Spieler des Spiels. Kakabatze. Auf Gil Menot. Kakabatze. Matcher. Muheim. Seitenwechsel zu Kakabatze. Müller muss mal eingreifen. Williams. Muheim. Abend. Williams, Ulrikes, Greta. Sli, Cantillas. Okay. Bis jetzt erst ein Abschluss. Besser werden. Jungs, legt euch mehr ins Zeug. Leute, die Defensivabsicherung muss besser werden. Und zwar dringend. Und offensiv müsst ihr auch mal ein bisschen was rausspielen. Also Hotzic ist überhaupt nicht im Spiel, Görtler nicht. Ventilla auch nicht so wirklich. So, holen wir da schon mal einen Freistoß raus. Offensichtlich eine Katastrophe ist. Erstmal Maßregeln. Schaffen sie nicht, Chancen zu kreieren? Überhaupt nicht. Wir hatten bis jetzt 2 Schüsse. 2. Nein, ich wechsle jetzt schlechte Leistungen aus. Das heißt, Babic kommt für Hotzic. Für Kakabatze kommt Löchinger. Dann machen wir erstmal weiter bis zur 80. Nehmen wir nur Matcher, Kakabatze. Matcher. Über zu Muheim. Ventilla. Muheim. Williams.
Wenn das jetzt das Highlight ist, dass da der Videoschiri eingreift und sagt, es ist kein Elfmeter, dann bin ich enttäuscht. Highlight war es, kein Elfmeter. Tiller, Görtler, Tiller, Uheim. Parada haut den raus. Im Dial vorbei an Fasli. Jetzt wird schwierig. Figi. Parada. Matcher. Da war Risiko mit bei. Ilmeno setzt sich gegen Lukas durch und schießt daneben. Dann wechseln wir noch Williams aus. Er ist müde, der ist schlecht in diesem Spiel. In Luis. So, Müller. Haut den Ball auf Stergio. Luis. Babic. War abseits. Wiedeck. Lüchinger haut ihn raus. Ilmeno. Görtler. Quintilla. Ruiz. Görtler. Drüber. Das läuft nicht gut. Also auswärts sind wir in dieser Saison ein Flop. Wie geht den Ball weit nach vorne? Babic, Ruiz. Görtler. Babic bleibt an Lukas hängen. Remesero klärt zum Einwurf. 4 Minuten noch, Jungs. Voller Einsatz. Ventilla, Muheim. Ventilla, Muheim. Läuft sich an Knesewitsch fest. Einwurf. Uheim. Babic. Ecke. Ruiz. Schulz. Dergio. Hedek. Ndiaye. Vasli. Komm schon. Sehr gute Grätsche. Ruiz. Konter. Das Eifer war am Abseits. Das heißt, der Pass dann gespielt wurde nicht, aber da war er auch nicht mehr frei. Schulz. Genau auf Ziggy. Jetzt nochmal schnell nach vorne. Remesero schießt Tazar ab. Ende. 0-0. Wir kriegen auswärts einfach nicht auf den Platz. Nur auswärts in der Liga sind wir in dieser Saison echt nicht gut. Die Mannschaft stand die meiste Zeit des Spiels unter starkem Druck und ließ viele Torschüsse zu. Dennoch konnten sie etwas mitnehmen. Wie sehen Sie die Leistung? Unsere Leistung war völlig ab von Gut und Böse. Ein, zwei Spieler haben uns rausgehauen. Die konnten erhobenen Hauptes den Platz verlassen. Dazu kam eine Menge Glück. Kakabatze in Ruhe. Er hat gut gespielt. Wo kann ich nochmal die Berichte formen? Gegen Luzern hat er eine 6,4. Er wurde wegen schlechter Leistung ausgewechselt. Hehehe, unser Torwart ist Man of the Match. Dann können wir uns auch nichts kaufen. So,
Stergio fällt das nächste Spiel aus wegen Sperre. So. Also die Taktikumstellung, die wir heute gemacht haben, ist ja noch nicht so gut angekommen. Generell war aber auch jedes Spiel heute nicht gut. Ja, wir haben 3 Spiele gewonnen. Das beste Spiel haben wir im Hinspiel gegen Atalanta abgeliefert, als wir 3-1 verloren haben. Das muss man sich einfach mal geben. Da war heute kein Spiel dabei, wo man wirklich sagen kann, yo, da haben wir wirklich gut gespielt, auf die Leistung können wir stolz sein. Das war heute einfach nur schlecht. Durch die Bank, jedes einzelne Spiel. Atalanta war es halt das Einzige, wo wir halt, wenn es ein Sieg gewesen wäre, wäre er verdient gewesen, weil wir waren die deutlich bessere Mannschaft. Ja. Vielleicht läuft es morgen besser. Morgen werde ich auch wieder gegen 15:30 ungefähr anfangen mit dem Stream. Dann können wir morgen zumindest mal die Hinrunde beenden. Und dann Winterpause, vielleicht schon die ersten Transfers für den Sommer festmachen. Ja. Dann müssen wir vor allem gucken, dass die Leistung morgen besser wird. Das wird der Hauptpunkt morgen sein, dass wir wieder besser spielen. So, von da würde ich sagen, ich suche jetzt erstmal wen raus zum Raiden. Twitch-App, warum minimierst du dich denn nicht jedes Mal? Na gut. So. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, morgen einen guten Start in eine Woche. Und dann würde ich sagen, bis morgen Nachmittag. Viel Spaß. Bis dahin. Ciao.